Hey, Dr. Müller, wohin soll ich denn das isolierte Virus bringen? Was? Das Virus wurde niemals isoliert. Steht so im Internet. Oh, dann ist das wohl der Schnaps, den ich vorhin gesucht habe. Ja! Aber gib Bescheid, falls das Trenitrotoluol auftaucht. Coronavirus, Affenpocken, ganz egal über welches Virus ich spreche, auf einen YouTube-Kommentar kann ich mich immer verlassen. Und zwar die Behauptung, das Virus sei noch nie isoliert worden. Aber was soll das heißen? Schließlich kann man solche Viren halt einfach anschauen. Oder man geht ein bisschen online shoppen und bestellt die Virusisolate direkt im Darknet. Haha, kleiner Scherz, ich meine natürlich in einem offiziellen, legalen Virusarchiv, das einem Affenpocken, Corona und andere Viren sehr gerne zuschickt, vorausgesetzt, man ist selbst in der Forschung tätig und arbeitet in einem Labor, das sämtliche Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt. Aber dann ab damit in den Warenkorb. Es ist wie Amazon Prime, nur kriegst kein Paket, sondern ein Keim. Die Behauptung in diesen Kommentaren ist, dass bei der Isolation des Virus angeblich nie die sogenannten Koch-Postulate erfüllt wurden. Das ist ein Kritikpunkt, den man auch schon vor der Pandemie immer wieder mal gehört hat, wenn Leute den Zusammenhang zwischen einem Virus und einer Krankheit in Frage stellen. Und streng genommen haben diese Leute damit nicht ganz Unrecht. Aber was sind diese Koch-Postulate? Ist das, wenn ein Postbote in seiner Freizeit gern kocht? Was? Robert Koch war Arzt und Mikrobiologe im 19. Jahrhundert und der erste, dem es gelungen ist, die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Erkrankung lückenlos zu beschreiben. Und dazu hat er 3 klar definierte Arbeitsschritte verwendet. Später kam ein 4. Schritt hinzu und es sind diese 4 Arbeitsschritte, die man als die 4 Koch-Postulate bezeichnet. Postulat bedeutet so viel wie Forderung oder Gebot. Es ist eine Art mikrobiologische Daumenregel, um festzustellen, ob ein gewisser Keim tatsächlich die Ursache einer Erkrankung ist. Ich persönlich bevorzuge es ja, mich an diese 4 Gebote zu halten, anstelle der 10, weil dann kann ich weiterhin Ehe brechen und Begehren meines nächsten Haus. Thomas, ich begehre dein Haus und deine Frau. Koch hat diese Postulate 1890 in Berlin präsentiert, also vor über 130 Jahren. Das war eine Zeit, in der die Keimtheorie noch als kontroverse Idee gegolten hat. Aber wisst ihr, was damals nicht kontrovers war? Viren. Weil damals nämlich noch kein Mensch wusste, dass es so etwas wie Viren überhaupt gibt. Viren waren 1890 noch nicht erfunden, weil Bill Gates erst 1955 zur Welt kam. Lol. Um zu verstehen, was mit den Isolationsleugnern abgeht, ziehen wir uns die Koch-Postulate gleich so richtig fett in unsere Großhirnrinden. Aber Obacht, bei jedem dieser Arbeitsschritte werden wir auch besprechen, was daran aus heutiger Sicht problematisch ist. Erstes Postulat. Der mutmaßliche Krankheitserreger muss sich im kranken Lebewesen nachweisen lassen, nicht aber im gesunden. Dieses Postulat wurde später von Robert Koch selbst wieder weitgehend verworfen, weil sich gezeigt hat, dass sich Menschen mit Erregern wie dem von Cholera oder Typhus infizieren können, ohne dabei Symptome zu entwickeln. Also dass Leute den Erreger in sich tragen können, ohne dabei krank zu sein. Und deshalb trifft diese Regel natürlich nicht immer zu. Und auch beim Coronavirus wissen wir, dass es asymptomatisch Infizierte gibt. Koch hat deshalb selbst gesagt, na gut, so genau nehmen wir das nicht, es müssen nicht immer alle Postulate erfüllt sein, um einen Erreger als Ursache einer Erkrankung zu identifizieren. Nicht einmal Robert Koch erfüllt die Koch-Postulate. Zweites Postulat. Man muss den Erreger aus dem kranken Lebewesen herausholen und in Reinkultur züchten können. Das wäre eine schöne Welt, in der sich alle Keime so einfach kultivieren ließen, aber heute wissen wir, dass es unzählige Bakterien gibt, bei denen es uns nicht gelingt, sie in Reinkultur, also in einem Nährmedium, zu züchten. Aber wisst ihr, wer sich niemals in Reinkultur züchten lässt? Viren. Viren benötigen immer einen Wirt oder zumindest Wirtszellen, um sich zu vermehren. Da ist mit einer Reinkultur nichts zu machen. Streng genommen können Viren das zweite Postulat deshalb grundsätzlich nicht erfüllen. Drittes Postulat. Wenn ich den Erreger nun von der Reinkultur in ein gesundes Lebewesen einbringe, dann wird auch dieses Lebewesen krank.
Da kann man sich jetzt streiten. Infiziere ich einen gesunden Menschen oder lieber ein Versuchstier? Beim Versuchstier habe ich den Nachteil, dass ein und derselbe Krankheitserreger im Tier oft gänzlich andere Symptome verursacht. Da wird diese Zuordnung von Erreger- und Krankheitssymptomen dann ein bisschen schwammig. Theoretisch kann ich natürlich beim Menschen bleiben und Gesunde infizieren, das ist halt ethisch ein bisschen heikel und wird deshalb fast nie gemacht. Aber ausgerechnet beim Coronavirus hat man das schon getan, und zwar im Zuge sogenannter Challenge-Studien. Kleiner Spoiler, oft wählt man einen Hybrid aus diesen beiden Ansätzen und macht Mäuse genetisch ein bisschen menschenähnlicher. Zum Beispiel hat man den Rezeptor, an den das Coronavirus bei uns Menschen bindet, genetisch in Mäuse eingebracht und dann geschaut, ob die Koch-Postulate bei diesen Maus-Mensch-Hybriden, wenn man so möchte, erfüllt werden. Ergebnis folgt, aber zuvor viertes Postulat. Wenn ich den Erreger aus dem krankgemachten Lebewesen heraushole, muss es sich dabei um den gleichen Erreger handeln, den ich anfangs isoliert hatte. Das ist mehr so ein Kontrollschritt und stammt eigentlich nicht von Robert Koch selbst, wurde aber von anderen Forschenden später hinzugefügt und ist meistens mitgemeint. Jetzt kann man darüber diskutieren, inwiefern dieses Postulat von schnell mutierenden Erregern, wie zum Beispiel HIV, erfüllt werden kann. Weil wenn man HIV nach längerer Zeit aus einem Patienten herausholt, sieht die Erbinformation des Virus oft deutlich anders aus als zu Beginn der Infektion. Aber das ist molekulare Hirnwichserei, weil damals kannte man weder Viren noch Erbinformationen und folglich auch keine Mutationen in der Erbinformation von Viren. Das Virus wurde deshalb nie nach den Original-Koch-Postulaten isoliert, weil sich Viren auf diese Weise gar nicht isolieren lassen. So schnell wollte man den alten Koch aber auch nicht hängen lassen und deshalb hat man diese Postulate im Laufe der Jahre immer wieder modernisiert. Thomas Rivers, der gerne als der Vater der modernen Virologie bezeichnet wird, hat 1937 eine Art Update veröffentlicht, in dem die Koch-Postulate so angepasst wurden, dass sich damit auch Viren als Krankheitserreger identifizieren lassen. Bei Rivers waren das dann insgesamt 6 Postulate, da wurde zum Beispiel das mit der Reinkultur ein bisschen gelockert und es wurden ein paar Details hinzugefügt, wie der Nachweis einer Immunreaktion gegen den Erreger. Und obwohl dieses Update selbst schon wieder über 80 Jahre alt ist, ist es bis heute einigermaßen brauchbar. Zum Beispiel hat man während der ersten kleinen Corona-Pandemie von 2002, 2003 zeigen können, dass dieses SARS-1-Virus, das damals in Umlauf war, die Koch-Postulate mit dem Virus-Update von Rivers erfüllt. Aber was ist jetzt mit SARS-CoV-2? Da kommen jetzt die zuvor erwähnten Mäuse mit den menschlichen Rezeptoren ins Spiel. Und ja, mir ist bewusst, dass das eigentlich eine Ratte ist. Gleich zu Beginn der Pandemie erschien eine Arbeit in der Fachzeitschrift Nature, die im Tierversuch zeigen konnte, dass die Koch-Postulate mit dem Virus-Update von Rivers auch für SARS-CoV-2 erfüllt werden. Aber hier ist das wirklich Orge. Dieses Preprint erschien genau 5 Wochen, nachdem das Coronavirus überhaupt in Europa angekommen war. Bitte, wie schnell arbeiten diese Forschenden? Man könnte meinen, Labore hätten eine Lizenz, um bei Sigma Aldrich sämtliche Stimulantien zu bestellen, ohne dass jemand Fragen stellt. Aber auch seit Rivers wurden die Postulate immer wieder ein wenig angepasst. Schließlich wusste auch Rivers seinerzeit noch nicht, was DNA eigentlich ist und dementsprechend gab es auch noch keine moderne Genetik. Bei moderneren Anpassungen geht es dann eher um DNA-Sequenzierung und andere molekularbiologische Methoden, aber das muss uns im Detail jetzt gar nicht interessieren, weil hier ist die Kernaussage von diesem ganzen Koch-Chaos. In den Anfangstagen der Mikrobiologie waren die Koch-Postulate eine hervorragende Orientierungshilfe, aber schon damals hat niemand darauf bestanden, dass alle Postulate erfüllt sein müssen, um einen Erreger als Ursache einer Erkrankung anzuerkennen. Und auch diese ganzen Modernisierungsversuche der Koch-Postulate waren immer als Orientierungshilfe gedacht, nicht aber als eine Checkliste, die man abarbeiten muss. Das Hepatitis C-Virus oder HPV wurden zum Beispiel als Erreger identifiziert, lange Zeit bevor man diese Viren überhaupt kultivieren konnte, weil wir heute auch ganz andere Möglichkeiten haben. Heutzutage dienen die Koch-Postulate in Forschungsarbeiten vor allem als beliebte historische Referenz, sind aber keine Voraussetzung für irgendetwas.
Außer man möchte in YouTube-Kommentaren klugscheißen. Apropos, wenn du jemanden kennst, der behauptet, das Virus sei nie isoliert worden, schicke ihm dieses Video, um die Gesellschaft endgültig zu spalten. Gönne dir die Quellen in der Beschreibung auf YouTube und kontaminiere mit deinem Mauscursor den Abonnier-Button. Also, hast du viel Zeit und dir ist Fahrt, erfüll von Koch das Postulat. Doch zwingend ist es nicht vonnöten, drum chill und spar dir deine Kröten.